Könnte sein. Also es ist echt cool, auch wie sie die Geschichte erzählen von so ein paar Sachen. Oh, ich kann mit Wolf reden. Hallo, Wolfi. Another stranger come to vex me. What will you do? Hunt me? Grab my tail? Shout until my head hurts? Silence. Your help is not required. Not by me, at least. Hm. Der mag mich nicht so gerne, glaube ich. Leave. You are not wanted here. But der One? Moment, die darf ich aber wieder looten. Na gut. Hallo Wolf, ich loot mal kurz deine Truhe. Und die Weiden kommen nämlich auch noch mit. Dienstbotenquartier. Okay, hier dürfen wir wieder nicht looten. Hallo, wer bist denn du? What will the tieflings want next? Letting the hell child go was a mistake. Okay, sind da alle hier? Wir sind ja. Haben noch nie so hässlich abweisende Druiden erlebt. Holy shit! Da ist ein Beutel. Ich will hier nichts klauen, tatsächlich jetzt gerade. Dass man Stein natürlich zumachen kann. Nee, ich will hier wirklich nichts klauen gerade. Deswegen lassen wir das einfach mal und gehen mal in den nächsten Raum. In den nächsten Raum. Druidengemächer. Hier ist aber. Doch, hier ist jemand. Da. Nettie. Mit dir soll ich reden, wegen Heilung und so. Hallo. I see you. Just give me a moment. Geduldig warten. There. It's up to her now. Life or death. Now. What was it you needed? Heilung. I do what I can. For most folks, that's enough. Come here. Let's have a look at you. Oh, will ich ihr das wirklich verraten? You seem healthy enough. A bit tired around the eyes, maybe. Ich sag's schon, ich habe ein Loch im Kopf. A tadpole. A mind flayer tadpole. Mir ist ja kein Frosch ins Auge gehüpft. Nee, ihr kennt die, könnt ihr mir helfen. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Okay. We need to be quick. This way. Huch. You've been caught. Das wollte ich nicht. So much for the perfect crime. Ich hab mich verklickt. You've won leniency, but lost your ill-gotten gains. Ich hab mich verklickt. Ich hab mich literally verklickt aus Versehen auf so ein... Oh, Mann. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. Ich hoffe auf eine weniger tödliche Heilung. Das habt ihr ihn getötet und auf den Tisch gelegt. Ist ja hier ein Gedankenschinder besessen. Dachte nicht, dass es so weit verbreitet ist. Weniger tödliche Heilung. Oh oh. I'll do the best I can. Das sieht aber. No Master Halson mind. He'd have your tadpole out like that. Still, we have options. You don't have to be here for this. I'm interested in the procedure, actually. Please, go ahead. All right. Let's see what we can do. Ah, das ist eine Pflanze. Ich dachte, das wäre so eine Art Dolch, mit dem ich jetzt irgendwie da rein will. Ich würde sagen, wir sind bei Ich danke, ich nehme jede Hilfe an. Ja. Of course. Now, tell me what's been happening. Any symptoms? Strange events? Ja, so ein bisschen. Ich kann meinen Verstand mit dem von anderen Infizierten verbinden. Schön im Himmel gefallen, aber hat mich
Wetter hat mich aufgefangen und mir das Leben gerettet. Protected from on high. Sounds like the Drow. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How did he pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Auf einem Gedankenschinderschiff, ich wurde entführt und infiziert. Ich weiß nicht, ich bin damit aufgewacht. Ich bin ehrlich. Ah, die Fackel ist, glaube ich, ausgegangen. Master Halsin was sure. Look, you've been straight with me, so I'll be straight with you. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. But you seem like a good soul. You deserve a chance to save yourself. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Okay, ich soll mich selbst töten, falls es... Okay. The thorn? Coated in a fatal toxin. It was a last resort. In case I couldn't trust you. Oh. I don't have a cure. Only a way out. Das ist natürlich nicht so gut. I'm sorry for misleading you. But I had to be sure you weren't a threat before I told you everything. Now, do I have your word or not? Ich nehme kein Gift von einer Frau, die ich nicht trauen kann. Was soll es machen, außer mich töten, wenn sie schon sagt, das ist tödliches Gift? Das ergibt keinen Sinn auf mich. Okay, dann sind wir so. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hell was going on. Ja, und? Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. Ja, nicht ganz, aber fast. Müsst ihr irgendwas erfahren, aber dann... That thing in your head is like nothing we've ever seen from mind flayers. It's one of their worms for sure. But this one gives you powers. Telepathic connections. And it doesn't turn you into one of them. Aus Gründen, ja. Anyhow. Verfolgte andere Opfer, haben die sich verwandelt? Hard to say. But there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Saluna. And I've no idea why. Okay. Master Halsin heard the adventurers were heading that way. He saw a chance to get answers. Joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Schlecht. Ihr meint, er lebt noch? I think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. Goblins auch noch? Das wird ja super. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. Ja. Find Halsin and get him out of there. We can discover what he meinst du? And perhaps he can save your life. Dann, Moment, Mindflayer und Goblins zusammen? Ich hole Halsin. Hab ich hier schon versprochen. Everything to the Grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure. Dass ich mal zur Seite gucke, finde ich weird. Guck mal darüber. And Master Halsin didn't make it back. Good luck out there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Ach mal. Okay, da dürfen wir nicht hin. Why the poison? Ha! It'll take more than a nasty drink to finish Lazelle's fresh clear. Better a quick draft than Ceramorphosis, nonetheless. Okay, hier ist aber sonst alles Klau-Klau. Okay. Trade it to the nearest quartermaster for a better weapon. It looks like you could use one. That's curious. What? What's curious? There's something in that vessel. Take a closer look. Hä? In welchem? Ich hab's nicht gesehen!
Untersuchen. Okay, da sehe ich nur das. Rune des Bären. Rune des Elchs. Ich weiß nicht, was ich... Ja. In irgendeinem Gefäß ist irgendwas drin. Ich soll einen näheren Blick wagen. Ich will aber hier keine Runen verwenden, weil das Klauen ist. Ich will mich mit den nicht verscherzen. Ich hab's nicht gesehen. Na gut, lassen wir das. Hallo. Gibt doch noch ein paar Bugs. Okay. Moment. Können wir mit dem Vogel reden? Please. I'm resting. Ganz schön erwischt. Was passiert? The bird says nothing. Trying to rest. Okay, dann lassen wir's. Können hier schlafen. Gibt aber aktuell keinen Grund. Wir sollten mit Kaga reden, glaube ich. Oh ne, nicht mehr, ne? Zwischen ist wurscht, aber wir können trotzdem mit dir reden. Oh, wir können aber auch mit Ratten reden. Hallo? It doesn't respond. It simply bares its teeth. What the fuck? Wait, what? Holanda? Hatten die den Namen nicht schon? Rat watches your movements, but does not speak. Pinter, Fren. Rat glares at you. Go on. Say it. You think I'm a monster? Ja, ich glaube, es ist ein bisschen hart, als es sein müsste zumindest. Da bin ich ehrlich. Ihr wollt eures Leben beschützen, dazu braucht man manchmal Grausamkeit. First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. Tada! Shame the grace period ends. The viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanus, and the rite is resumed. We will seal the grove, free from harm, free of intruders. Was machtvolle Magie entspringen? Zevlo meint, seine Leute werden auf der Straße sterben. Macht, was ihr wollt. Es kümmert mich nicht. And mine perish if he stays. Ja, oder auch nicht. Great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to Zevlor. Offer to guide the outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, wäre auch eine Variante, nach Valdos Tor zu kommen, wahrscheinlich. Must strike. You will do more than speak. This nee. Tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. Das ist aber nicht so schön. Ich glaube, dann gehe ich lieber mal dahin zurück. Habe ich eigentlich noch einen? Dann gehen wir hier, glaube ich, wieder raus aus dem inneren Hain. Aber gab es hier noch eine andere? Okay, das ist das. Oh, hier gibt es mehrere. Aber hier habe ich noch keinen gefunden. Finde die Gilianki-Krippe. Bewucherte Ruinen. Ja, ist so viel noch zu entdecken, ey. Das ist wieder so ein riesiges, das erste Areal. Das ist wieder gigantisch. What the fuck, ey. Achso, Wyvern-Gift. Hier soll man hin, für die Gidjanki-Krippe. Soll man hier rausgehen? Gut gesagt. Schäbige Holztüren. Oh, hallo Zoru. By Mordai's eyes. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. What? In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? Das wir ihn doch anständig hinkriegen, meint ihr nicht? No. Och, komm schon, sei mal ein bisschen lieb. Bow. Ach, come on. Lower.
Sind die irgendwie über den Tiefling? Ja, du bist nämlich scheiße. Nein, du bist Kacke. Halt die Klappe, ey. Ihr könnt wieder atmen, ich lasse nicht zu, dass sie euch was antut. Thanks. What do you want from me? Information, wo habt ihr die Kritjanki gesehen? On the road, to Baldur's Gate, near the mountain pass. Saw us for we saw it. Jammed its blade through Yul's belly. Straight to the other side. Man, I just ran. The map. Show me. Okay. Dem sollten wir so reden dafür. Also so ein bisschen diplomatisches Geschick, die hat aber gar keins. Also die hat Charisma auf 8. Bitte entschuldigt meine Gefährtin und auf zu ihr, wir sind fertig mit eurer Guten, ihr habt was ihr wolltet. No hard feelings. Okay. The last time a subordinate questioned my judgment, I ate tongue stew that very night. I warned you, didn't I? You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Meine Güte, das ist doch keine Art, Freundschaften zu schließen. Das müsst ihr so ruppig sein. Das hört sich gut an. Wrath. Soon you will be vomiting blood and tearing apart your own flesh. Ach, ich hab echt Bock, dich einfach wegzukicken und den anderen mitzunehmen. Will you still cry that I was rough? Ja. The Teethling was clear. If there are Githyanki west of here, that must be our objective. Kann es sein, dass es die gleiche Bereich ist? Habt ihr Tiefling gesagt? Okay, weggehen. Oh, Loot! Oh, doch kein Loot. Loot! Ah, Loot! 6 Knoblauch, geil! Wer ist ein Erasmus? Ein Erasmus. Goblins, Druids, this grove is a death trap. Du bist hübsch. Grab what you can and get out. That's my advice. Okay. Moment. Haben wir mit euch nicht schon geredet? Okta, Roland? My thunder wave will make quick work of any goblin. Just you wait. Du bist sehr übermütig. Kerl? Leon besser drauf? Would never admit it, but they take an arrow for the other. Also stab each other. Not sure what will come first. Thanks for cutting in. There might have been more than words if you hadn't. Oh, Holzkoffer. Oh. Ah, Holzkoffer. Oh. Holzkiste. Yes. Vase. Alles meins. Ich bin schließlich ein Goblin. Ich brauche das ganze Essen. Ich brauche ja mein drittes Frühstück. Okta, hallo. Du bist irgendwie die... You. I saw you fighting those slimy bastards. Ja, jeden Tag. Oh, du hast aber auch eine slimy Suppe da. Best to fill your belly now, while we still can. Oh, ja klar. Ich schlag nie eine kostenlose Mahlzeit aus. You're an easy one to please, aren't you? Sehr gut. Ich liebe Halflinge. Have more. We'll need every bit of strength to make it to Baldur's Gate. Trust me. Nice one, Xan. Grütze. You've had your share. Leave some for the rest. Speaking of this place, I'll never get the smell. Wir haben Grütze erhalten. Du bist ein Händler. Oh, hallo Händler. Was verkaufst denn du so? Thanks for fighting off those goblins. If you need to replace any gear, just ask. My selection is pretty slim. I had to leave most of my equipment in Elturel. Das ist natürlich blöd. Seid ihr ein Schmied? Used to be a bread and butter tinsmith before Elturel fell into Avernus. These days my talents are more eclectic. Learned okay. A lot in my time in the Hells. Hope to forget most of it. But between you and me, there's nothing in all the realms like the utter power of infernal machinery.
Alas, my offerings are far more humble these days. Lass mich mal deine Ware sehen. Zeig ich mal her. Was hast denn du so? Gift, Gift. Gift. Hab ich hier noch. Achso, hier noch ein Buch. Brauche ich mal Seil? Kann man mal gebrauchen. Seil soll ich mitnehmen. So, was hast denn da? Kettenhemd plus 1. Okay, du hast auch ganz viele Sachen plus 1. Schwere Armbrust. Du magst mich aber aus irgendeinem Grund auch nicht so viel besser als die anderen. Grundlegende Handschuhe. Moment, hatte ich nicht bessere Handschuhe? Keine Ahnung. Hatte ich glaube ich auch jemand anderem. Bist du Einhand? 1 bis 6 müsste eigentlich Einhand sein, oder? Weil 2 bis 7 ist ja auch Einhand. Waffenverzauberung plus 1. Kurzschwert 3 bis 8. Ich glaube, ich brauche jetzt aber nicht unbedingt Kurzschwert. Ups, 3 bis 10. 3 bis 12. What? Leichte Armbrust. Achso, das ist eine schwere Armbrust. Haut rein. Sicherheitsschild. Rettungswurf plus 1. Bin aber mit Schilden nicht geübt. So viel hatten wir jetzt nicht mehr zum Verkaufen. So, das ist aber nach Norden, wo wir hier hingehen. Was ist denn das hier? Oh. Hallo, was geht denn hier ab? Erstmal speichern. Oh. You ain't gonna shoot me. Your hands are shaking. Ah, das ist der gefangene Goblin. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way. Ah, das ist sie. You're better than this. Sie wird dir einfach erschienen. Before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Ich mag Goblins. Ich hätte einen Goblin spielen sollen. Ich würde mich da gerne dagegen stellen. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too. You move. Runter mit der Armbrust, sonst schicke ich euch zu eurem Bruder. Boah. Nein, er schießt mich erst. Überzeugen. Das wird Kanon auch nicht rächen. Wenn ich andere Gedanken wahrnehme. Nope. Die Gedanken können wir nicht wahrnehmen. Oder wir nehmen die falschen wahr. Stop it! Get out of my head! Ah, das ist okay. Das kriegen die auch mit. Oh shit! Ich würde gerne zurück. Da würde ich kurz. Und es sind trotzdem nur 3 Level. Wow. Ich glaube, da müsste langsam durch sein, Xan, oder? Ich war irgendwie, glaube ich, auch auf 100, Level 170 oder so, war ich fertig mit allem. Also ich mache jetzt das Gedankenwahrnehmen nicht nochmal. Ich wollte nur nicht einen Kampf provozieren eigentlich. Das war nicht mein Ziel. Hätte ich das gewusst, hätte ich das Gedankenwahrnehmen nicht gemacht. Deswegen lade ich gerade neu. Du bist Level 170 Mountaintop of Giants. Das hat mir jetzt alles schon. Dazwischen treten, das mache ich weiter. Komm, wir schüchtern ein. Let's go, dann schicke ich sie zu dem Bruder. Nice. Ja, der Endboss ist auch nicht das Schwierige. Ich meinte aber mit fertig die wichtigen Bosse und so, auch die Nebenbosse. Damn it! Why do you care if a goblin lives or dies? Weil sie keine Zielscheibe ist, sondern eine Person. Wenn sie stirbt, nimmt sie all ihr Wissen mit ins Grab. If you believe anything the beast tells you, you're an idiot. Weiß ich nicht. Ich sehe anders aus. Sorry, Arca. Let's go. Oh, you thieves are all boring. Oh, was willst du jetzt von mir? Believe it or not. But I witnessed a similar standoff back at the Yawning Portal. Of course, uh-huh. An establishment like that invites all sorts of outlandish entertainments. Was ist das gehende Portal? An inn in Waterdeep. Oh, never a dull moment there. Adventurers come from all over Faerun to try their luck down the well. Ooh. Leads into the Undermountain, you see. Full of death. Oh, Underberg. Vast amounts of treasure. Hard to resist.
noch genug Bosse zu einem Questlands abzuschließen, dann hast du sehr viel, entweder bist du sehr selten Runen verloren oder du hast halt einfach schon sehr viel gefarmt, in Anführungszeichen, also viel geklärt. Ich habe nahezu 30 All-Stats. Aber ich glaube, das geht bei Elden Ring sogar ganz okay. Es gibt, glaube ich, ein paar Waffen, die mindestens mit 4 Stats skalieren. Also ist das machbar? Oh, a Drow, a Dragonborn and a Cleric of Sirik walk into a bar. Your standard fare. Maybe someone was cheating at cards. Maybe it was some weird lover's quarrel. In any case, out came the crossbow and a hush fell over the entire room. 35, 32, 30, 16, 40, 80, 9, 7. Moment, was ist denn dann 80? Intelligenz, ne? Ja gut, auf 99 Intelligenz zu gehen, ergibt halt keinen Sinn. Und jetzt kannst du halt einfach irgendwas anderes leveln. Du hast aber super wenig Vigor, super wenig Lebenskraft. Ich glaube, ich hatte 80 Stärke, 50 oder 60 Ausdauer und ich glaube nochmal 50 oder 60 Vigor, wo ich am Ende war. So ungefähr. Aber alles andere gekonnt ignoriert. Minimale Intelligenz, glaube ich, irgendwie 16 Intelligenz oder so. Was geschah dann? Wie gesagt, ist ein Schuss viel. Wisst ihr was? Ja, was geschah dann? Stood up and yelled, Shadow Dark Ale for everyone. The crowd cheered. The tension drained into 5 dozen tankards. And soon all was well again. In a place like the Yawning Portal, the most powerful magic is calling for a round of drinks. Mind you, all I did was call for ale, but you went and stood in front of that crossbow. Well, I'll drink to that. Find er gut. Wie kann ich jetzt mit dir reden? So. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg me. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Wer ist Absolute, die euch so wichtig ist, eure Gottheit? Göttin. We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. Was, aber Darkmoon Graceford ist halt Grund genug, jeden Bild abzuändern, egal welches Game. Ja, deswegen habe ich das, glaube ich, genau geskippt, das Darkmoon Greatsword. Ich war mit meinem Ruin-Großschwert sehr, sehr happy, tatsächlich. Ich fand das gut. Habt ihr heilige Literatur bei euch, eine mächtige Göttin, die euch nicht aus einem Käfig befreien kann? Maybe she sent you to help me. And you will, if you want to save your skin. And if the teeth stick a few arrows in us on the way out of here, don't worry. Priestess Gut will patch us up. Got a whole lab set up. Cooks up potions that fix our lads, no matter how much of a beating they take. Ja, wenn du tot bist, ist ein bisschen blöd. Back on if someone was to chop it off. Mighty Booyarg. Booyarg. The goblin word for magic. Primitive to a fault, but not entirely without merit. Das pro 26 Int. Ja, wie gesagt, ich habe das Ruin-Großschwert genommen. Das hat irgendwie 16 Int. Das sind doch alles nur Geschichten. It's the truth. I swear on your mother's grave. Bei meiner Mutter. And I'll tell you where to find her. Also die Geschichten sind so gut. Und ich sage euch, wo sie ist. Sie hat alles Wesentliche erzählt. Ich finde die Priesterin schon alleine. Even if you did find my tribe, they'd set the orgs on you. You need me. Get me out of here. And I'll tell him what a good friend you are. Ich war halt hauptsächlich ein Stärkebild, Xan, und hab ein bisschen Int reingeskillt und nicht ein Int-Bild, was Stärke reinskillt. Hier, Brom, hol mich hier raus und ich sag ihnen, was für ein guter Freund ihr seid. Ich will keinen Goblin befreien. Suit yourself. Looking forward to seeing what your innards look like. Ich will keinen Goblin befreien, der hier angegriffen hat. Da haben wir, glaube ich, alle keinen Bock drauf. Weinkaraffe. Da war Nettigkeiten drin. So, ist hier noch was drin? Sieht auch noch aus wie ein rostiger Gefängnistür. Schloss knacken? Nicht erreichbar. Aber... Achso, ich habe keine Zauberplätze mehr. Ich muss mal wieder rusten.
verrotteter Korb. Kann ich da nicht rüberspringen? Nee, falsche Taste. Hier, springen. Hopp. Ah, hat funktioniert. Fancy. Verfaulter Fisch. Nee, verfaulten Fisch brauche ich nicht. Oh, was ist denn das hier für eine Steintür? Car Speed of Dex ist zwar criminal, aber das machen die Games halt alle so. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Erstmal. Glowing eyes are rarely a good sign. That's it. Boss is with you for talking that way. Aua. Aua. Aua, aua. No. Aua, 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 aua. Moment mal. Was geht denn hier ab? Ich dachte, es ist einfach nur rot und greift mich an, wenn ich davor stehe, aber das zielt ja auf uns sogar. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. That's not what I wanted. Glowing eyes are rarely a good. Okay. Wo ist ein Schleichen? Da. Better be cautious. Vorstellen Sie sich vielleicht sichtbar. Okay, das greift instant an. Wir müssen hier raus. Aua. 65 Wächterstatue. Keine Ahnung. Okay, ich sehe, wir brauchen eine lange Rast. Und hier kommen wir erstmal nicht weiter. Also das ist ja viel zu heftig. Okay, hier gibt es einen Geheimeingang, aber... Oh, hier geht's runter. Geht's denn dahin? Ich sehe hier nichts. Aber warum... Doch, hier hinten geht... Yes, da geht's rein. Sie ist nicht erreichbar. Kann doch hüpfen, oder? Hupf! Au! Okay. Wir machen mal eine lange Rast. Können wir eigentlich nur eine kurze Rast machen? Erstmal noch. Das ist schon ordentlich. Dass man hüpfen kann, ist schon ziemlich cool. Toll, danke. Ich habe es rausgefunden und springt mir mit hinterher und springt genau da rein. Rennt genau in die Falle rein. Chillt doch mal ein bisschen. Ihr müsst doch nicht ganz so nah bei mir sein. Kaputte Tür. Kann ich nicht da hoch? Verrotteter Korb. Verfaulter Pilz. Die haben auch echt überall fucking Minen gelegt. Was ist das hier überhaupt? Warum, was will ich hier hinten? Und was leuchtet da unten? Jetzt bin ich hier hingekommen für nichts, weil hier nichts ist. Das ist, glaube ich, nur damit du abhauen kannst eigentlich, wenn du gefangen genommen wirst. Hat sich ja gelohnt, was wir hier gemacht haben. Hat sich ja voll gelohnt. Okay, eigentlich kommst du also dahin. Ja, beruhig dich doch mal, Goblinfrau. Haben sie ja verstanden. Ich kann die ausmachen. Nee, kann sie anlassen. Okay. Oh, Ausrüstungstruhe. Ah, da, okay, wenn man gefangen genommen wird, hat man hier dann seine Ausrüstung wieder gefunden. Okay, das verstehe ich. Game Mechanic und so. Du kannst mich mal. Aber ich würde sagen, dann machen wir hier in dem Lager jetzt doch mal eine lange Rast, endlich. Lange Rast.
Du hast genügend Lagerfeuer, um bei einer langen Rast Trefferpunkte und Zauberplätze wiederherzustellen. Ja. Was ist, wenn ich jetzt... Moment, wenn ich jetzt zum Lager mache? Wo ist denn... Was ist denn zum Lager? Ich habe ein Lager? Im Lager kannst du eine lange Rast anlegen und eine Gruppe vollständig heilen. Außerdem kannst du Gruppenmitglieder verwalten, die Beziehung mit deinen Gefährten weiterentwickeln und später den Charakter ändern und weiter Anhänger rekrutieren. Okay. Kann ich hier kämpfen üben? Versionspläne für Schwertküste. Aha. Wer ist, wo ist das Lager? Und okay, da hat Gale sein Lager. Wir haben Will, mit dem wir lange nicht geredet haben. Wie kommt es, dass die Klinge der Grenzen einen Teufel in den Höllen jagt? Karnak's fires raged in Baldur's Gate before she escaped to Avernus, as my source told it, and she was planning to return. One of the archdevils Ariel's own, Chaos Incarnate. Devil with pure fire for a heart. I made my way to Avernus to stop her. She fled from my reach, even climbed aboard the Mind Flayer ship as it screeched through the hells. I followed in close pursuit. I can't bear to imagine the lives Karlak might be taking, the damage she might be doing. Okay. Wer ist diese Kontaktperson? A powerful friend with a keen interest in privacy. I'm sworn to say no more. Ein mächtiger Freund, was? Wie etwa ein Hexmeister Schutzpatron. You know about bound souls and frozen tongues. I can only leave the rest to your imagination. Suffice to say, I hunt monsters, devils included, and I will do what I can to quench the coast of their flame. Wie kam es, dass ihr zur Klinge der Grenzen geworden seid mit eurem Steinauge? Wie ist euer Steinauge aufgefallen? Habt ihr das rechte Auge im Kampf verloren? A most vicious one, in fact. It's made from pure bloodstone, carved from the Galena Mountains just north of the Moonsea. A reminder that sometimes blood must be shed and sacrifices must be made. Ah. But that story is reserved for lifetime friends and calmer days. Dich hinunterbeugen und dir das Auge genauer ansehen. Tiny grooves spider across the eye's surface. It resembles a sending stone used to confer with distant contacts. So, eigentlich ein Sendestein. Sending stone. Nothing so special, I assure you. His breathing quickens, his jaw tenses. Will is keeping something. A strange sensation courses through you, and your companion's mind unfolds, secrets half revealed. Elitide, die Macht in dir anrufen, um deinen Willen zu verstärken. Nee, ich zwinge niemanden. What else is on your mind? Ich zwinge niemanden, durch diesen komischen Parasiten mir seine Geheimnisse zu verraten. Das macht man nicht, aber wir können hier mal wieder aufführen, wenn wir schon hier sind. Hier, Schlachten von einst aufführen, mit schlechten Auftreten. Es ist so scheiße, wie er spielt. Ah, ich muss doch ein Baden spielen, glaube ich. Das ist cool, dass du einfach überall Musik machen kannst. So, du bist da. Da haben wir eine Reisetruhe und Schattenherz. Können wir uns mit dir unterhalten über Dinge oder bist du einfach angefressen? Die Menschen haben ein Wort für Männer wie die Blade der Frontiers. Shellark, roughly translated, idealist do-gooder. Or better yet, gütige Bürde. His confidence is an asset. His pursuit of valor, not so much. Eure Züge sind ungewöhnlich. Die Junkies sind hier nicht gerade häufig. Ups. Fast mein... Ich stelle es wieder zurück. Keine 3 Sekunden mein Glas neben mir gehabt, fast umgeworfen. Hier,
noch keinen gesehen, von denen habe ich noch nie gehört, bis ich gefangen wurde. Ich habe von denen gehört, aber noch nie welche getroffen. Of course you haven't. They would have cut you from navel to neck. You are no less alien to me than I am to you. I know of your kind, but I do not often encounter them. That large, fleshy nose of yours looks like a mistake. Mir ist so groß, ich nur augenwindig. Wirklich, danke, dass ihr das bemerkt. It's an observation, not a compliment. No matter. I do not intend to stay long in this place. Hm. So, wie wisst ihr viel über die Gedankenmaschine? Much beyond your comprehension. Dann erzähl es doch mehr. I know the cure for our condition. It is imperative we locate a crash. You do well to observe more and question less. Okay. Ich könnte jetzt sagen, dass sie hier bleiben soll. Muss nicht sein. Tag beenden. Okay, ich kann den Tag beenden. Was auch immer das bedeutet. Schlaf, okay, fehlen auf jeden Fall noch ein paar Leute. Schadenherz. Wandbild am Hain. Ich hatte den Eindruck, als wäre euch da etwas aufgefallen. What can I say? They were eye-catching. Consider me an art lover. Was uns widerfahren ist, soll ein wenig besser kennen. Okay, ich habe sie schon ein bisschen ausgefragt. Aber wir können vielleicht in die Kiste Sachen tun. Oh. Was? Drachling-General Färbemittel. Kombiniert diese Farbmittel mit einem Außengegenstand, um die Farben von Stoff, Leder und sogar Metall zu ändern. Aha. Aber meine Ausrüstung ist ja nicht permanent. Dann werde ich das doch. Ich bin verwirrt. Ich kann hier einfach auf Lichtquelle ein- ausklicken. Oh wow. Okay. Gut. Ich wollte aber jetzt, glaube ich, mal eine lange Rast machen. Können wir noch hier machen. Damit wir uns mal wieder ein bisschen holen. Oh, jetzt ist Nacht. Oh, eine lange Rast, mit Leuten reden? Fancy. Das ist ja cool. A tingle runs through your head and down to your feet. Ah, there it is. That shiver. Our little brainworms have made fast friends, it would seem. How do you feel? Nervös, die Frage, dass das Ding in meinem Gehirn befindet, gefällt mir nicht, zuversichtlich. Mich wird keine winzige Courage genommen. In danger shadow. I love to see it. But shouldn't the shadow have crept closer? Gone darker by now. Before the Illithid's unscheduled surgery, I'd felled hundreds of beasts and a fair few fiends. The tadpoles weakened me. Suppressed greater talents, but beyond that, I've showed no signs of turning. No nausea, no pain, not even a hot flash. Etwas an uns ist besonders, an unseren Larven zumindest, gibt keinen Sinn. Ich weiß, warum haben wir uns nicht verwandelt? Perhaps the worm's vat was poisoned. Perhaps we're uncommonly fit. Or perhaps the tadpoles are merely on holiday. We could conjecture all night. I suppose the why doesn't matter so much as the what next. And that answer is plain as the horns on a war devil's head. We get these things out. Let's get some rest. Dawn comes sooner than we think. Okay. Mit dir, Freund, ich nicht mehr reden. Mit dir kann ich aber noch reden. Warum kann ich mit dir nachts reden? Oh, du siehst aber nachts ganz anders aus. A fine evening, don't you think? The moonlight shines warmly on us. The breeze caresses our faces. Was ist mit dir los? All of it. Would that I were doing battle up there, among the tears. Was meint ihr mit Tränen? Was da oben wollt ihr kämpfen? Look above. Watch the moon cross the sky. The tears follow behind it.
rocky bodies tumbling through the sea of night. One of them is my crush, Kalea. Sie redet vom Himmel. You are too easily astonished. There is more to this realm than this grassy pebble. My entire clutch battled beholders deep within the eye of the sky. We infiltrated a Yogi spelljammer and laid waste to its crew. Okay. You are wasting your resting time. Come dawn, we resume our search for a crash. Na gut. Aber da hinten sind wir zum Reden. Du siehst nachts auch an. What hast du denn an? Latex oder was? Comes to chat. What's on your mind? You must be pleased to have a clear path forward. The sooner we find the Druid House in, the better. I can't wait to get rid of this thing in my head. Wie fühlt ihr euch? These parasites are proving suspiciously benign. But suppose I turn. What would you do? Gehe ich fest und ein Heilmittel suchen. Ich würde nicht zögern, ich würde euer Leid beenden. Sofort, lasst das. Ich mag keine hypothetischen Fragen. Wise. Though, I hope you'd miss me after I'm gone. Die wird auf jeden Fall eine Romance. The positions were reversed, but you're right. If we're to make it through all this, there can be no room for hesitation. You're doing well. Die ist auf jeden Fall unsere erste Romance. I think I'll stay up to enjoy it while I still also, can. Also, Romance-Option. Rest well. Ja, ich glaube, wir haben mit allen geredet, ne? Weil mit dem Zauberer dürfen wir aus so Gründen nachts. Also, der hat zumindest nichts Besonderes mehr mit uns zu besprechen. Rundenbasierten Modus aktivieren. Lange Rast. Du kannst Lagerfeuer verwenden. Achso. Wenn die erforderliche Menge an Lagerfeuer reden, um eine vollständige Rast einzulegen, bei der du alle Trefferpunkte Zauberplätze in kurze Rasten zurückgewinnst, reichen die Lagerfeuer nicht aus, so werden deine Ressourcen bla bla bla. Ja, wir können die ganzen Sachen hier. Wir brauchen noch einen. Haben wir was, was nur einen bringt? Okay, das heilt sogar. Ja, Fischkopf. Perfekt. Lange Rast. Ach, die pennen jetzt alle da. Ich dachte, wir pennen jeder in seinem Zelt. Okay. Lange Rast ist durch. Wir haben wieder alle unsere HP. Sehr, sehr gut. Ich glaube, die schiebe ich mal hier hin, weil du ein bisschen näher mit dran sein solltest. Und dann würde ich sagen, Lager verlassen. This is ridiculous. Okay, dann machen wir uns mal auf. Da waren wir, glaube ich, schon drin. Oder? Rett die Flüchtlinge, kehrt zu Zevlo zurück. Ach so. Kremel Smaragdhains. Ich mal hier hin. Muss ich nicht laufen. Flomp. So, da waren wir ja drin. Let's go. Den haben wir schon geklärt. Hier war das Thema mit den Fallen. Ist irgendjemand, ist im Moment, bist du jetzt vielleicht ein bisschen talentierter, was Fingerfertigkeit angeht? Nee, ne? Nee. Dann kann ich es auch selber machen. Entschärfen. Geschicklichkeit, Fallenentschärfungskills, wir kriegen plus 3, müssen 10 schaffen. Bonus hinzufügen, göttliche Führung. Let's go. Oh, haben wir geschafft. Sehr schön. Zack. Falle entschärft. Leitfaden des Beobachters 0 bis 7. Versprechen des Todes. Wenn der Speer das Ziel verfehlt, erfolgt der nächste Angriffswurf des Speerkämpfers auf dieses Tier als zielsicherer Schlag. Bin ich mit Speeren geübt? 1d8 anstatt 1d6 minus 1. Gravierte Schlüssel. Ging's hier noch irgendwo hin?
Oder warum habe ich jetzt einen Schlüssel gefunden? Da. Erstmal speichern. Ein toter Schreiber. Armed scribes. No sign of a struggle. Feuerschale, mach mal an für mehr. I wonder what was so subversive about their words that they commanded protection. Granitbänke umgeworfen. Das hört sich sehr nach Vampir an hier. Hallo. Buch der toten Götter. Sowas für einen Sauruf. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Arkane Kunde, Hexenmeister Charisma, die Stärke des Schutzpatrons des Schlossleiten. Let's go. Mit Charisma Bonus. Yes. Verbotenes Wissen. Yes. Gib mir. The lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Das Buch genauer untersuchen, Religion. Ja, Religion sind wir ganz schön beschissen. Dreimal am Boss gestorben, einmal ohne Rune Arc probiert, Instant Victory. Ja, passiert. Nice! Religionswurf auch geschafft. Jetzt hab ich Bock auf D&D-Spiel, das Würfeln macht echt Spaß. These are the names of gods, once lost, but now restored after the second sundering. Entire pantheons have dwindled and been reborn. Silently recorded. Nachforschung, Rettungswurf gescheitert. Oh oh. Gale ist inspiriert. Geheimnisse der Teilung. Moment, ich nehme aber mit. Hallo? Aufheben. Göttlichkeiten auflösen. Schattenherz ist inspiriert. Eine erhalten Inspiration. 25 XP. P drücken, um anzuzeigen. Wir haben auf jedem jetzt eine Inspiration. Inspirierende Ereignisse. Okay. Öffne dieses Buch der toten Götter. Öffne dieses Buch der toten Götter. Sind beide happy drüber. Das ist ja gut. What's in here? Sperre Truhe. Nehmen wir das mit. Das ist nicht so viel wert. Noch ein Sarkophag. Noch eine Seelenmünze. Ein Morgenstern. Knochen. Lass mal da drin. Lass mal eine Kerze zum Anzünden. So richtig viel Licht geben die aber nicht, die Kerzen. Sind wir auch wieder ehrlich. Da geht's nirgendwo mehr hin. Haben wir noch ein paar Kerzen angezündet. Noch ein toter Schreiber. Die sehen schon ein bisschen skelettig aus. Schwerer Schlüssel und ein Dolch. Nehmen wir komplett mit. Und wir ein bisschen Licht müssen wir anmachen, damit wir irgendwas sehen. Oh. Der sollte ein bisschen Licht geben. Genau. Sehr schön. Ist noch einer. Und eine vergoldete Truhe. Mit einem schönen Ring drin. Let's go. Da ist noch ein Toter. Warum haben sie die toten Schreiber hier eingesperrt? Das ergibt halt wenig Sinn aus meiner Sicht.
Noch ein Schriftroller. Hör das mal an. Hier, hier geht es anscheinend ein Stückchen weiter. Gucken wir uns erstmal nochmal um, bevor wir hier rausgehen. Kampfstab, der ist halt echt nicht viel wert und wiegt relativ viel. Also. Nicht ganz so cool. Hier. Gib mal ein Gale. Wollen wir nochmal Licht anmachen? Ja. Nochmal Licht. Dass wir hier ein bisschen mehr sehen in den Ecken. Da geht es noch irgendwie weiter. Wir gucken uns erstmal hier die Seite an. Kann ich langlaufen? Hallo? Okay. Gibt's sogar. Könnte sogar noch weiterlaufen, oder? Nee, kann ich nicht. Aber nehmen wir doch mal die Eisenleiter nach oben. Aha, jetzt sind wir hier gelandet, okay. Das ist das, was ich mal gesehen hatte, dass es hier an der Seite auch noch einen Eingang gibt. Okay. Das ist der dritte Eingang zu dem Ding gewesen. Gut, da kommen wir direkt hier unten raus. Hätte man sich sehr viel gespart, wenn man da reingegangen wäre. Sind wir ehrlich. Upp. I didn't think anyone worshipped the scribe of the dead. Okay, das ist, Moment, das ist irgendwie der Gott der Toten? The inscription is in a language unknown to you. Irgendeine Sprache der alten Götter oder sowas? Wir speichern mal. Da ist ein Knopf. Erstmal die Vase looten. Bevor wir hier irgendwie weitermachen, vielleicht ist ja was drin. Jetzt können wir den Knopf drücken. Geheimtür! Wuhu! Frage ist. Oh. Oh shit. Wir haben den Fluch getriggert. Health. Something just woke up down here. Aber wie viel HP habt ihr? 10. Let them come. Okay, 28 ist ein bisschen heftig. Finde ich. Warum bist denn du immer falsch eingestellt wieder? Sturmangriff reicht nicht. Überlegenheitswürfe, Aktion, Zaubertricks. Okay, dann. Durchbohrender Schlag, Stoßangriff, 3 bis 17. 2 bis 9, 2 bis 9. Bluten werden die nicht können, also einfach nur ein normaler Angriff. Der nicht funktioniert hat. Schade. Kann ich nicht auch irgendwie meine. Okay, jetzt habe ich inzwischen jede Menge mehr Zauberplätze, by the way. Moment, ich will glaube ich hier oben bleiben, aber ich glaube ich habe nicht so viel Reichweite, ne? Nee. Zaubertricks. Das reicht nicht. Wir können hier mal schmieren, wenn die zu uns kommen wollen. Würde ich sagen. Die andere ist nicht offen. Aber hier gibt es, glaube ich, guten Loot. Ich habe aber trotzdem nichts, was ich wirklich. Pack der Klinge. Pack der Klinge, Großschwert, Kriegshammer, Dreizack. Kriegshammer ist. Packgebundener Kriegshammer. Zug beenden. Tschüss! Nice, ein 8er Hit. Und wir haben ein schweres Dingens vor uns gemacht. Wenn die jetzt zu uns wollen, ist nicht ganz so einfach. Ich hoffe, die können nicht casten.
Okay, sie können casten. Fuck. Sie haben gerade Stille auf uns gecastet. Das ist ja ekelhaft. Und ein Kältestrahl auch noch. We might have a problem here. Au. We might have a problem here. So, du bist eine. Du bist liegend. Ziel zu nah. Liegend, deswegen kriegen wir Vorteil. Wir könnten aber hier die Finte machen gegen ihn. Würde ich sagen. 13 ist leider nicht so viel, wie ich gerne gewollt hätte. So, jetzt können wir aber nochmal gegen ihn liegen machen, weil wir nochmal Vorteil haben. Sehr schön, da haben wir den Nahkämpfer schon mal raus. Jetzt habe ich nur das Problem, ich muss selber laufen. Wenn ich liege, ist das nicht so schlimm, weil die sind eigentlich, ich glaube, jetzt alle Fernkämpfer. Ja, der liegt schon mal, dann haben die nämlich einen Nachteil. Regeltechnisch. Will ich jetzt einen Hexenpfeil machen? Donnerwoge ist in gewissen Nähe. Bomb. Kältestrahl. 85%. Ah, kann man hochklettern. Was ist denn jetzt? Wieso nicht? Ach, weil ich verstummt bin jetzt in der Aura. Ach, scheiße. Jetzt bin ich nicht mehr verstummt. Boff! Dann werde ich, glaube ich, auch hier. Oh, ich komme da nicht hin. Jetzt bin ich durch nicht mehr verstummt. Oder doch? Jetzt bin ich nicht mehr verstummt. Boom! Schakalaka. Die sind, glaube ich, Level 1 oder so, ne? Ne, Level 2. Na ja, schon. Muss schon ehrlich sein. Pam, 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 pam. Ja, wir rennen halt. Du liegst auch, okay. Ach, schon wieder verstummt. Es ist jetzt aber Doppelverstummung. Das Aura ist irgendwie doof. Aber zum Glück den Nachteil, weil ich liege, wenn sie mit Fernkampfangriff angreifen. Der mit einer trotzdem gehittet. Das ist, glaube ich, verdammt viel Reichweite. Also dieser Boom. Strahl hat unfassbar viel Reichweite. Und haut auch ganz gut rein. Ah, er hat seine Konzentration verloren. Aha. Springen kann ich auf dem nicht, okay. Durchbohrender Sturmangriff. Stoßangriff. 3 bis 17. But. Hä? Bitte, schieß. Konzentration verloren, Stille. Ich kann nicht mehr laufen. Nicht genug Bewegungspunkte. Ich weiß nicht genau, warum ich keine Bewegungspunkte mehr habe, aber ich habe wohl keine mehr. Und dann laufen wir weiter. Warum hast denn du eigentlich überhaupt keine Fernkampfwaffe? Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Noch einer? Oder haben wir es dann? Oh, da ist noch einer. Stimmt. Schon wieder Stille. Hört auf mich zu Stille. Hört auf mich zu Stille, ey. Das ist doch doof. So. Ich hüpf mal. Hallo. Guten Tag. Und dann hau ich dich einfach. Und treff nicht. Sehr, sehr gut. Kann ich dich von hier oben treffen? Not even close. Dann läufst du einfach nur Spurten.
Battle is all that matters. Du 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 du. Achso, ich bin verstummt, da war was. Komm ich wahrscheinlich aber nicht. Da komme ich bis dahin. Nope, gerade so nicht. Nicht genug Bewegungsrate, okay. Dann spurten wir auch. Another step forward. Sprint! I'm ready. Und hingeflatscht. Sehr schön. Konzentration verloren, Stille. Sehr gut. Hör doch auf, mich zur Kälte zu strahlen, ey. One day I'll catch a break. Und weiteren. Und wir hauen dich einfach nochmal, würde ich sagen, dann soll es nämlich vorbei sein, wenn wir uns nicht treffen. Sehr schön. Loot, loot. Okay, die gelootet haben wir sie alle schon. Logischerweise. Ist hier nochmal eine Aktivierung? Auf der Seite auch? Ne, gibt wirklich nur auf einer Seite den Eingang. Das ist ja krass. Na gut. Dann auf die eine Seite. Hier können wir ja, es rutscht mir ja alle aus, pass mal auf. Weil der Fett rumliegt. Oh Moment, den haben wir noch nicht. Haha. Die haben wir gelootet, die vergoldete Truhe. Hier ist eben noch eine schwere Truhe drin. Amulett der verlorenen Stimmen mit Toten sprechen. Yo, what? Ein Amulett, das einfach mit Toten sprechen gewährt. Gib mir das Amulett. Pack der Klinge, Streitaxt, Rapier, Glaive, Großschwert. Ich glaube, ich habe damit nirgendwo. Rapier ist, glaube ich, die einzige Einhandwaffe, ne? Kriegshammer, Streitaxt ist wahrscheinlich auch keine Einhandwaffe, oder? Hä? Hey, hat ja gar nicht funktioniert. Hä? Hey. Also, ich muss es auch casten. Das wäre smart. Das ist nämlich auch eine Zweihandwaffe. Okay, dann ist es doch nicht so gut, was ich hier für einen Pack genommen habe, glaube ich. Ich dachte, ich kriege immer eine Zusatzwaffe. Ich würde meinen Pack gerne ändern, Leute. Geht das? Ne, eine Kanne muss ich jetzt nicht mitnehmen. Gucken wir uns mal die Tafel an für den Sarkophag. Mhm. Hallo. Okay. Bin mir nicht sicher, ob wir das wirklich tun wollten, was wir jetzt gerade tun, aber bis jetzt ist ja noch alles gut gegangen. Hallo. Ich bin neugierig. Servus, alter Knochenschädel. Oh, du hast da was auf dem Kopf. Deine Kumpanen habe ich besiegt, aber du scheinst ein bisschen mächtiger zu sein. So he has spoken, and so thou standest before me, right as always. Wir wissen nicht, von wem du redest, aber guten Tag. Now I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? Wissen? Wenn ich mich schon komplett auf Spells skille, dass es doof ist, wenn ich ständig normal fighten will, statt Spells zu usen, ja, könnte man sein. Ich bin leicht verstört, nachdem ihr soeben aus einem Grab gekrochen seid. Wer seid ihr? Ein friedlicher Untot, interessant.
Er hat so gesprochen. Wen meint ihr damit? Arbiter of certain matters. But that is not important now. Wilt thou answer my question? Er fragt so. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Kein Leben ist mehr wert als ein anderes, wir sind alle gleich, das hängt von den Taten der Person ab. Leben ist nur als Währung zu gebrauchen und das zählt. Das Leben ist unendlich wertvoll und verdient jegliches Opfer. Lediglich mein Leben ist von Bedeutung. Ich bin so ein Manipulierer. Ich glaube nicht, dass ich sagen würde, jedes Leben ist unendlich wertvoll. Das kann man, glaube ich, mal ausschließen. Das Leben ist nur als Währung zu gebrauchen. Es hängt von den Taten deiner Person ab, würde ich wahrscheinlich eher sagen. I am sure thou believest as such. Very well. I am satisfied. We have met and I know thy face. What? We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Uh-oh. Hier geblieben. We have nothing more to discuss. Continue on my way. As if I were not here. I must attend this place after so many years away. We will see each other again. Ich glaube, das war nicht die beste Idee, hier irgendwie so ein Lichtkönig. The mechanics of fate would be difficult to explain to one such as thyself. Regardless, it will occur. Ich habe nur das Gefühl, ich habe einen Fehler gemacht. Wow, Seelenmünzen. Öl des Brandstiftes. Überzieht eine Waffe mit Öl, das wie feurig sind, das Ziel in Verwundbarkeit durch Feuer verwandelt. Bei Zielen, die gegen Feuerstein immun sind, wirkt es nicht. Jetzt rennt ihr halt ein Toter rum, ne? Was juckelt denn der jetzt hier durch die Gegend? Bleibst du jetzt hier stehen? We have nothing more. I must attend this place up when the time is proper. Okay, ich könnte ihn immer noch töten, wenn ich wollen würde. Aber jetzt bin ich neugierig, was er macht. Lass mich ihn einfach mal. Irgendwie kennt er ja unser Schicksal und so. So, das haben wir jetzt aber hier unten so ziemlich alles, was wir haben können wollten. No time to rest. Lauf, Forrest! Bitte meidet die Fallen. I'll give it a shot. Moment, das war der falsche Ausgang, oder? Nee, war der richtige Ausgang, okay. So, dann haben wir das soweit erstmal fertig, die Ruinen. Da ist das abgestürzte Schiff. Ich glaube, hier können wir immer noch deutlich mehr erkunden. Okay, zu Zavlor zurück. Jage Kalach. Finde die Goblinpriesterin. Sucht im Goblinlager nach Halsin. Finde die Kritakin-Patrouille. Wir gehen mal dahin und gehen dann, glaube ich, von da nach Westen weiter. So, Westen ist da. Understand? If I choose to kill you, you will not even see it. Ah, das war der Eingang von dem, okay, von dem Lager. Da kann man es nicht erreichen, okay, sagt's mir. Mir fällt gerade ein, ich muss mal mit Tieren sprechen wieder aktivieren. Bevor ich mit dem Tier wieder interagiere und dann Überleben fehlgeschlagen. So, Gib. Aren't you worried your kind will punish you for consorting with us?
My name is Lazelk Chucky, and my kin will understand my need for servants. They will help you, but only if I ask. Na super. Was haben wir jetzt hier gefunden? Unterirdische Passage. Bin ich denn jetzt gelandet? Rote Augen. Wieder eine Wächterstatue. Rune des Adlers. Öl. Okay, es gibt so ein paar Stellen. Man offensichtlich weiß nur mit einem gewissen Druidensegen hinkommt, habe ich das Gefühl. Wir verziehen uns hier wieder. Versuchen wir mal die Druiden auf unsere Seite zu ziehen, dann können wir das wahrscheinlich looten und erkunden. Sonst macht das ein bisschen viel Damage, wenn es irgendwie alle 3-4 Sekunden ein Feuerball auf uns ballert. Oh. Hallo? People up ahead. Something's wrong. Guten Tag. You're a true soul. You can't die. Please stay with us. Wer seid ihr denn? I don't think he's conscious. Can you hear us, Ed? You, not a step closer. Was zu falsch? Strange symbol glows marked on their flesh. And something within you stirs in response. Deine Wunden sehen tiefer aus, ich kann vielleicht helfen. Tide Weisheit, ich gehe, wohin ich will. Was hat mein Freund zugestimmt? Please, do you have any? Shut up, Andric. Do you serve the Absolute? Nein. Wait. The injured man locks eyes with you. A familiar squirming churns in your head. Your minds intertwine. You see his siblings, Andric and Brynna, new recruits, yours to shepherd. Protect them. He is a true soul. Mind him. He will. He. What? He. Wir sind eine wahre Seele. Edwin! Ed! Please! He's with the Absolute now. Warum? You're a true soul. Edwin, our brother. He was chosen. Like you. Do you have orders for us? We were reporting to Edwin. Erklär mir das Absolute. Are you testing us? Nee. The Absolute is our goddess. She's going to rip down the old world order, start a new one. Then we'll be the ones with the power. Well, you will firstly, true soul. You don't need me to explain that. A true soul, like you, has been chosen by the Absolute. You speak with her das voice. Klingt when nicht the richtig. Time comes, the true souls, you will rule. I will serve at no ruler's side but my queen's. Ist ja okay. Wir müssen ein bisschen Glauben bilden, Novize. Ihr irrt euch, ich bin keine wahre Seele. Ihr könnt mir vielleicht helfen. Ich suche einen Druiden namens Halsin. Warum seid ihr hier draußen? Die Wind ist gefährlich. We know that all too well, sir, but the Absolute sent us here. Warum? We're looking for fugitives, survivors from that ship that crashed farther west of here. Erzählt mir mehr. Anyone who survived that crash is bound to be injured. That's enough to get us started. The Absolute wants them found. At any cost. I'm sorry. Lass mir leugnen, dass ich besser bin. I only repeated what I thought I knew. It seems the Absolute still has a great deal to teach me. So, ja, will ich jetzt versuchen, dass sie mir helfen für den Druiden Halsin? Ja, versuchen wir das. Ich habe den Abschluss überlebt. Ja. Brynna, kill him! Oh.
That's not what I expected to see. Rettungswurf geschafft. Dammit. Da hat noch einen Knaufschlag hinterher. Bam! Benommen. Okay, perfekt. Tja, dann muss ich euch wohl umbringen, wenn ihr mir so kommt. Das waren 13, das war wieder ein Crit. Das war auf jeden Fall Crit, das ist nämlich verängstigt. Erschütternder Hieb. Erschütternder Bienen auch nochmal. Bap. Oh. Feuer! Was warst du denn? Fehlschlag. Ach, come on. Das läuft ja gar nicht. Hohe Verteidigung. 75% mit Vorteil. Los. Nice, zumindest gehittet. Ein Achter. Dass die Rolls im Kampf leider nicht so prominent sind, wenn es Crits sind, ist ein bisschen schade. So. Ah, ist natürlich schade. Dass wir dachten, wir können sie ein bisschen manipulieren, aber. Power resonates within the corpse. It calls to you. Your limbs move of their own accord. There's something of value. Something your mind craves. Why let its host's memories go to waste? The tadpole has absorbed it all. Its experience could strengthen you. Verschließ deinen Geist, du wirst dich nicht von der Elitin beeinflussen lassen. Versuchen wir das mal, uns nicht beeinflussen zu lassen. Schade, wir werden uns wohl beeinflussen lassen. RIP! Nee, ich will mich nicht beeinflussen lassen. Oh. Okay. Scheiß drauf. No use. Compulsion takes over. Your actions are no longer your own. Ugh. Ugh. Ich hab's jetzt mal eingesteckt, wenigstens. Gedankenschinder Parasitenexemplar. Aha. Wir haben einen Kultisten getroffen, die eine Gottheit anbeten, die absolut nennen. Einer von ihnen konnte telepathisch mit kommunizieren. Das bedeutet, dass sie auch infiziert wurden. Gestalt sagt, dass wir uns bald sehen würden. Große Chemisteroin, aber es schadet nicht, nach weiteren Wertsachen zu suchen. Ja, Schattenherz. Zurückgesprungen, sagt er am Kittag, hier wird die Straße nach Baldur's Tor gesehen. Die Magier von Tiefwasser. Finde die Gitaki-Krippe. Rette die Ruinen. Bietet die Goblin-Priesterin um Hilfe. Ich kann auch heilen, okay. Sie kann auch heilen. Das ist ja spannend. Wer pfeilt denn bei uns eigentlich durch die Gegend? Schattenherz wahrscheinlich. So, und mal jetzt mit dir verzehren. Diese lebendige Larve hängt in trüben Schleim und sieht aus wie ein grässlicher Verwandter der Nacktschnecke. Allerdings vollgestopft, überzogen mit Überresten von Hirnflüssigkeit.
Ich weiß nicht, ob verzehren das Richtige ist. Puff. Und das ist eigentlich ein Dolch, oder? Aber es steht das Speer drin. Es ist ein Speer. Oh. Gale kann die Magie dieses Gegenstands absorbieren und zerstören. Ah ja. Nicht heilendes Wort, Wunden heilen. Dich selber. Ist, glaube ich, schon eine ganz gute Option. Können wir direkt nochmal machen? Hier geht's nämlich echt mies. Rüstung, Streitkolben. Rüstung ist echt schwer. Kettenpanzer. Schwere Rüstung muss da geübt sein. Langschwert. Ist irgendjemand von uns in schweren Rüstungen geübt? Der wiegt 18. Holy shit. Du hast eine schwere Rüstung an, oder? Ja, glaube ich. Nein. Ich muss es bei ihr machen, glaube ich. Ey. Hä? Was ist denn jetzt los? Charakterauswahl. Warum war denn jetzt alles kaputt? Hä? Leertaste überspringen. Ich auf sie wechsel, habe ich. What the fuck? Ist sie irgendwie im Gespräch? Be wary of false promises. The missing druid, Halsin, was it? He may be talented, but only a Githyanki Zathis can cleanse an embedded tadpole. Bist du dir sicher? So, kann ich jetzt wieder auf dich wechseln? Ja, danke. Das war, glaube ich, ein bisschen buggy. Boogie Book. Wo haben wir es denn jetzt da? Weil die ist nämlich besser. Es sieht nicht besser aus, aber es hat bessere Werte. Mit 16er Rüstungsklasse. Nachteil bei Heimlichkeit hatten wir eh schon. So weit waren wir schon. Ist hier noch? Würstchen! Würstchen! Schafft eines zerbrochenen Speers. Und Gold. Und Wermut. Was? Und Schurkenmorchel. Ja, oben geht's nicht hin. Gehen wir doch mal hier runter. Wo geht's jetzt hin? Also, es sieht echt schön aus. Lederstiefel, Sumpfgras. Yo! Wir rauchen ein. Noch mehr Sumpfgras. Warum liegen hier Lederstiefel rum? Okay, warum ist hier ein offener Sarg? Es gibt vielleicht noch andere Sachen, die ungeklärt sind. Sind wir ehrlich. Oh, das sieht aus wie ein Hund, das sieht nicht aus wie ein Wolf. Wuffi! Hallo Wuffi! Oh. Keep moving, stranger. Quietly. Was ist hier passiert? I told you to go. Sein Halsband schauen, einschüchtern. Wenn ich werden wehtun wollen würde, hätte ich schon getan. Ja, wenn ich es schon. Wow. Da braucht man, glaube ich, jeden Bonus, den wir kriegen können, mit einem 15er Schwierigkeitsgrad. Huh, haben wir aber geschafft.
Das war schwierig. Perhaps that's true. Your scent is thick with blood. Still, you should go. My friend is injured. He needs rest. Ich glaube nicht, dass er aufwacht. And then we'll return home. Aww. He calls me Scratch. You can do the same. Was kann aus deinem Freund zugestimmen? Cackling, furry things on ja, Goblins. And their smell, it was strange, rotten, evil. Know the creatures he describes. Gnolls. Ah. Du kannst mich begleiten, wenn du willst. I won't leave him. Oh. If it comes to that, I may. Thank you. Harter Brief, persönliche Nachricht, sanfter Brief. Warum hat er denn so viele Briefe dabei? Harter Brief, lesen. Neuen Finger, ich werde nicht in die Stadt zurückkehren, solange eure Handlanger nach mir suchen. Und wenn ihr wollt, dass die Schuld beglichen wird, müsst ihr mir vertrauen und sie euch selbst holen. Geht zum Frieden und sucht nach dem Grab von M. Corwin. Grab dort, dann findet ihr genügend Wertgegenstände, um die Angelegenheit zwischen uns beiden zu bereinigen. Sucht dich nach mir, ich weiß, wann es sicher ist. Sanfter Brief. Davin. Es ist ein Junge. Er ist gesund und perfekt. Ich habe ihn nach seinem Vater benannt. Komm zu uns, sobald du Urlaub bekommst. In Liebe, Flora und Davin Junior. Gomwig. Seid besonders vorsichtig auf eurem Rückweg nach Baldur's Tor. Ich habe von weiteren Überfällen auf Reisende in der Region gehört. Ich möchte nicht, dass mein bester Bote am Ende irgendwo mit dem Gesicht im Straßengraben landet. Passt auf euch auf und kommt besser zu spät als nie an. Postmeister General Danzo. Ja, ich glaube, das hat sich erledigt, General Danzo. Schlechte Nachrichten, muss ich mal so sagen. Jägerschatz? Schlechte Nachrichten, General Danzo. Bärenstrauch. Hallo. Lazelle, how would you punish someone who wronged you? Wrong me how? Oh, say, murder or theft? Killing is good. It culls the weak. But theft would be paid for painfully. 1000 times over. Okay, ich kann ja nicht springen. Weg ist unterbrochen. Okay, hier komme ich nicht hoch. Dem Weg. Okay. Da noch ein bisschen Wermut. Und eine Schurkenmuchel. Und eine Schurkenmuchel. By all means leave if I am so distasteful. I'd rather not turn my back on you, if it's all the same. Hier komme ich glaube ich nicht runter. Das ist einfach nur eine Lichtung, wie es scheint. Eingestürzter Baum. Oh, nix drin. Komme ich hier hoch? Nee. Also nur mit dem Teleport komme ich da hoch. Wupp, 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 wupp. Bienenstock. Honigwabe. Mm. Da komme ich wieder nur noch rein, das Halbling wahrscheinlich, oder? Rotting flesh. Ich komme nicht wieder raus. Ich glaube, die Eulenbeeren kommen aber nicht so einfach hier hoch, oder? Wenn ich das gerade richtig sehe. Die kann mich gar nicht erreichen, oder? Yo. I'm so dead. Ja, ich bin aber sowas von tot. Dass Eulenbären springen können, habe ich irgendwie nicht gedacht. Also fliegen können. Ich dachte, die sehen ja nur aus wie eine Eule.
dass die wirklich fliegen können, bin ich wahrscheinlich im Arsch der Welt, oder? Das habe ich super viel nicht gemacht. Das ist bitter gewesen. Ach nö. Das ist ja nicht in Sinn, so ein. Ja. Jetzt müssen wir den hier wieder laden. Da haben wir aber einiges. Puh. Wir kommen halt hier nicht raus wieder, ne? Wir sind hier rein. Ach doch, da. Zerklüffelter Fels. Tschüss. Puh. Speichern wir mal. Da können wir nicht so einfach rein. Die Eulenbären. So stark sind wir nicht, sind wir ehrlich. So, wo sind wir jetzt hier? I'm exhausted. But something's waiting up ahead. Versteck, wenn du genickt angreifst, solange du versteckt bist, überrascht du sie den Kampfvorteil bedeuten. Toter Tiefling. Eine Melone! Geil. Jetzt krieg ich Hunger. Könnt ihr bitte alle wieder herkommen? Kommen Sie ran! Augusto will affix the safest, the purifier, to our heads. Its magic will quell the parasite in Goblin-Gemälde. Ja, und mit dicken Kohlschirchen gezeichnet, die auf Tierhaut. Oh. Toter Goblin. Toter Abenteuer. Ist ja alles tot. Dead Goblins. Dead Travelers. Are they heading to the Druid's Grove? Alles tot hier. Taschas grässliches Gelächter, Knochenkälte, Kampfstab. Tote Abenteurerin, tote Goblin, hier ist alles gestorben. Hier ist alles gestorben. Care to tell me a bit more? An intricate device crafted by Malar, our most gifted artisans. I am sworn to say no more. Okay, dann speichern wir mal und gehen mal hier rein. Aber alle anderen schleichen nicht, das ist irgendwie Quatsch. Oder? Wer beobachtet mich denn hier? Ha? Von wo kommt das? Irgendwie aus wird es von hier kommen, aber da ist niemand, oder? Bin ich doof. Oh. Get over there! Surround him like! You spotted us! Good! It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. Lass mich durch, ich will keinen Ärgermoment. Ich will aber. Ich will mit meinen Leuten da rein. Ich will nicht alleine da reinrennen. Das ist irgendwie Quatsch, dass ich da alleine reinjucke. Aber das ist das Goblin-Dorf, oder? Aber dort waren tote Goblins davor. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum waren da tote Goblins davor? So, erstmal wieder zusammen. Wir haben alles gelootet. Let's go. Geht einfach so rein. Haben eh das gleiche ausgelöst. So, jetzt haben wir das. And I don't want to be stuck mopping up nosy trespassers like you. Ain't no one getting their way today. As the symbol glows, power courses through you. Authority. Lass mich vorbei, wir tun so, als sei nichts geschehen. Elitide Weisheit, Waffe runter jetzt.
mit Vorteil. Von 2. Schwierigkeitsgrad 2. Wow. Das ist ja nicht so schwierig. You're a true soul. But my mistake, sir. Something stirs deep within you, hungry and alert. It's taking something you'll never get back. Go. Fuck. You'll get no more trouble from us. Promise. Ah, dann. Moment, wo bin ich denn eigentlich jetzt? Warum? Achso. Da wollte ich nicht hin, ich wollte hier hin eigentlich. Okay, jetzt sind wir irgendwie bei. Lazel, what is it like on the astral plane? Jetzt sind wir irgendwie in dem Goblin-Dorf gelandet. Githyanki lay their eggs on other planes. They cannot mature in the astral. I will only be welcomed once I obtain a Mind Flayer's head. Oh, bisschen Alkohol. Skelett. Liegt einfach hier rum. Silberne Halskette und bisschen Gold. Cool. Ich würde sagen, wir gucken uns das später genauer an. Moment. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. Ich wollte nicht mit dir reden. Ich habe mich gewundert, dass ihr in Grottenschrat rumrennt. Weapon blueprints. A master blacksmith's work. Designs are unfinished. Rough drafts. No more. Rauchende Pfeife. Der pennt da noch. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Wir wollen nicht zu dir. Wir wollen hier tendenziell hier oben lang. Ich bin denn jetzt gelandet? Ach. Ein Vogelnest. Verfaulte Hühnereier. Nee, hier wollen wir dann nicht hin. Wir können wahrscheinlich immer hier runterrutschen. Das war aber nicht der Plan. Ich versuche eigentlich zu dem großen Kredianki oder was die da sind zu kommen. Hier wird rumgerumpelt. What the fuck? What the hell are you doing? Ruined. Smash. Oh shit. Oh, smash. Ach, du Scheiße. Ist das euer Ernst? Aua! Ich bin fast dead! Protect ich mal meinen Hauptcharakter hier ein bisschen. Wir müssen mal einen Schritt raus machen. Sonst haben wir hier ein hartes Problem. Und dann würde ich sagen, machen wir das dahin. Dolchwolke. 12 Damage, nice. Läuft einfach durch. Au! I guess. Der hat einfach 60 Leben. D12. 13. Ist leider nicht so viel, wie ich gern gehabt hätte. Zug beenden. Ist das eine Bonusaktion? Hä? Du sollst nicht dich selbst heilen, du solltest die. Ach, fuck you. Stoßangriff nachschauen, Überlegenheitswürfe. Mann, man verklickt sich so schnell. Jetzt habe ich einfach 9 Damage genommen für etwas, was ich gar nicht klicken wollte. Nein! Ach, hört doch auf zu laufen. Ach, Mann. Das kann sie nicht mehr angreifen, ne? Ach, fuck.
Die ist halt gleich dead. Die ist halt gleich dead. Grad plus 13 geheilt. Spirituelle Waffe. Vier bis elf, das sind immer die gleichen, oder? Ist das wichtig? Großschwert, Zweihandwaffe, Dreizack, Speer. Okay, jetzt haben wir noch einen zusätzlichen Angriff. So, jetzt haben wir das Problem langsam, dass der da muss sterben, auf jeden Fall. Haben wir den down. Wir wollten eigentlich nur mit euch reden, aber... Ich glaube, sie ist jetzt sauer. Hat man wieder knapp. Hexenfall. 9. Dann ist aber auch alles, was ich machen durfte, aber ich brauche keinen neuen Zauberslot dafür. Die sind alle, oder? Ich habe, glaube ich, keinen mehr. Ja. 2 bis 9. Ein normaler Angriff ist aber 4 bis 11. Zug beenden. So, du hast leider keinen Zauberslot mehr zum Healen. Abbild beschwören. Damit sie nicht treffen. Ja. Kannst du nicht auf dich selber machen? Moment. Abstand bis nächste. Nicht genügend Platz. Scheiße. Göttliche Führung. Attributswürfe. Resistenz. Gegen Rettungswürfe. Ich habe ein paar Probleme. Ich vermute aber, es gibt trotzdem Gelegenheit, einfach wenn ich springe, oder? Yes. War ein Try. Sind wir ehrlich, war kein guter Try, aber es war ein Try. Alter, 16 Damage. Was? Beschwörung aufgeben? Achso, nee. Spannend, obwohl sie im Todeskampf ist. Wieder 7. Dann haben wir es gerade so geschafft. Klicke auf den Porträt, um die Aktion zu steuern. One moment they were embracing each other in intimacy. Kann ich hier hochhelfen? Aha, ich kann ja aufhelfen für ein HP wieder. Uff. Lesen. Niemals solltest du beten zu Baal, Gott von Sadismus und Mord, von Pein und Folter und Qual. Vor seinen Jüngern lauf fort. Shanto, die Mutter der Erde, segnet Erde und Feld, regiert über Küche und Herd, ernährt die ganze Welt. Sirik will immer nur streiten, ist Gott von Täuschung und Zwist. Die dunkle Sonne will Lügen verbreiten, bis weit zu finden nicht ist. Okay. Zerfleischte Leiche. Die haben einfach auf der Leiche rumgevögelt? What the fuck? Also mal erstmal, dass sie einfach bum 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 hier drin gemacht haben, aber what the fuck? Reicht durch Boings Augen. Was haben wir da eigentlich für...
Typ sortieren. Mit Toten sprechen. Spinnennetz. Für den Bereich mit dicken brennbaren Spinnweben. Grässliches Gelächter. Brennende Hände. Wir haben nichts zum Heilen, ne? So richtig. Wir hatten doch jede Menge, ich wollte gerade sagen, kann ich die irgendwie teilen? Stapel teilen. Bestätigen und wir schicken das an Schattenherz, damit sie sich ein bisschen heilen kann. So, und du musst tatsächlich auch ein paar Heiltränke nehmen. Und ich glaube, ich nehme auch einen. Ich dachte irgendwie, wir wären weniger getroffen mit den Frontlinern, aber... Wir werden relativ häufig getroffen mit den Frontlinern. Ist nicht ganz optimal. Nicht ganz optimal. 4 bis 11. Warum hast du denn 4 bis 11? 1, die 10 plus 3. Auf einem Langschwert. What the fuck? Dein Damage ist ja übel. 2 bis 7. Will ich dir das geben? Das ist aber 0 bis 7. Macht halt den Ansturm besser. Achso, wir haben noch das Buch gefunden, ne? Das hier, lesen. Das Buch öffnet sich bei einem Eselsohr versehenen Seite, auf dem Bumpo die ungewöhnlichen Völker beschreibt, die er seiner Reise begegnet ist. Aber sie waren nicht halb so merkwürdig wie die Vogelleute. Die erste Arakokra, der ich begegnet ging, hat da den Kopf eines Papageis, den Körper eines Menschen und die Flügel wiederum eines Papageis. Ich bemühe mich, sie nicht anzustarren, doch es fiel mir schwer. Und mein Erstaunen nahm nur noch weiter zu, denn an ihrem Tisch saß noch ein Tabaxi, eine Genasi und eine Tortel. Ich bemühte ganz beiläufig zu wirken, als ich sie fragte, was zu den Höllen sie alle seien. Sie ignorierten mich, doch ich kann ihnen es nicht verübeln. Für sie muss ich schrecklich öd und durchschnittlich ausgesehen haben, denn sie waren zwar die ersten ihrer Art, die ich je gesehen hatte, aber... Ich aber war für sie nur einer von einer Milliarde von langweiligen Menschen. Was haben wir hier so ein fettes Ding platt gemacht, ey. Aber wenigstens ein paar Edelsteine gab es dafür noch. Was? A wie Azurit? Andere Götter. Hä? Wo liegt das denn? Achso, da oben. Das ist ausgeblendet, sehr gut. Ich will nicht mit dir reden, danke. Nee, die haben mich angegriffen, ja. Aber hier ist was ausgeblendet, was man auch nicht sieht. Bis man hier hin scrollt. Erst jetzt kann man es nehmen. Azut die Magier lenkt. Sie lernen ihr Leben lang. Ihr Zauber er ihnen schenkt, doch zu Mystra führt ihr Drang. Bane der Tyrann, die schwarze Hand, nährt der Schranken und grausamen Macht. Verbreitet Dunkelheit im Land, bis alles wird zu finstere Nacht. Beshaba, erzürnt, wer nicht spurt, wer nicht spricht ihr Gebet, von Tymora getrennt bei Geburt, für Pech und Unglück sie steht. Du hast aber noch, du brauchst das nicht. Wir bräuchten, glaube ich, mal eine kurze Rust. Wir haben echt viel gerade aufgewendet dafür. Ich mach mal eine kurze Rust. Dann habe ich nämlich wieder meine Zauberslots. Und du hast deine Würfel wieder. Du hast nur leider keine Zauberslots. Aber die Gruppe ist schon deutlich potenter damit. Was denn hier oben jetzt noch für ein Lager? Hallo? You have a particular way with words, Gale. Perhaps oration suits you more than battle. Verfaulter Fisch. Not mutually exclusive. Eve is served best with a dash of eloquence. Ah, ein Fallenschaffenswerkzeug. Und ein Hammer. Einen Hammer brauchen wir nicht. Nicht in dem Spiel. Eine Schaufel. Eine Schaufel können wir wieder vielleicht brauchen an irgendwelcher Stelle. Wenn was ausbuddeln will. Wir wollen irgendwie hier rüber, glaube ich, eigentlich. Wahrscheinlich hier ein Hüpfer auf der Brücke. Jetzt haben wir auch wieder unser HP auf jeden Fall.
Oh, gespeichert wird immer schlechtes Zeichen. As is your battle stance itself. Rathajak, particularly. Oh, hallo. Wer ist denn du? My, my, what manner of place is this? A path to redemption? Wer bist du? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. Okay. What would suit the occasion? Ein Schlaflied? What? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that? Love. Was that? They do know how to write them in Cormyr, don't they? Well met, I am Raphael. Very much at your service. Who the fuck are you? Kriege ich mit der Katze oder der Maus? The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course. What I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This quaint little scene is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Auch verständlich. Come. What? The fork? Aber leckeres Essen gibt's. There, middle of somewhere. Nettes Dekor. A house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. Wieso? Weil wir spielen jetzt ziemlich ermüdend. Fair enough. Oh! Bist du mein Patron? It's better than a devil you don't know. A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary. Conceivably. But a savior. That's for certain. Warum wollt ihr mir helfen? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, two tenants, and no solution. Doch, da sind eigentlich Solutions in Sicht. I could fix it all like that. Ich bin nicht so irre, einen Pakt mit einem Teufel einzugehen. Ich habe nämlich schon einen Pakt. What is madness? But a denial of reality. Still, I have a feeling you change your mind. Ich bin doch schon Hexenmeister, ich habe schon einen Pakt mit einer Göttlichkeit. Changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair. Okay, wie klopfe ich an deine Tür? Wenn ich das sollen würde, also tun wollen würde, theoretisch, frag für einen Freund. Hope. Such a tease. Wenn ich einen Pakt eingeben möchte, wo würde ich euch finden? I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. All those pretty little symptoms, sundering skin, dissolving guts, they haven't manifested yet, have they? One might say, you're a paragon of luck. Ja, ja, ja. I'll be there. Ja. When it runs out.
Nee, das lieber nicht. Okay, what the fuck? Mal eben. Speichern nochmal kurz. Ich wollte eigentlich nur kurz hier rüberspringen über die Brücke. Hüpf! Reicht gerade so. What did you mean before, Gale? A woman with shadows for eyes, you said. Merely that if the eyes are the mirror to the soul, you're... Was ist mit dir los? Ah, glad you've a moment for me. My, predicament has become rather urgent. I need a magical artifact to consume. Right now. We've already found enough magic to soothe its disquiet. If you'll just give me what I need. Hm. Nützen mir unverzehrt mehr, könnten noch nichts haben. Was passiert, wenn ein Gegenstand sollte ich ihn euch geben? I will consume the magic inside. What was a powerful artifact will be rendered no more than a trinket. Okay. It will save my life, even if only temporarily. Gut, dann Gale ein magisches Artefakt geben. Und wir nehmen diesen komischen Speer, den wir eh nicht benutzen. Thank you. Hm. Den habe ich nicht gekillt, Xan. Oh. That hit the spot. I can feel it work. The magic, it's like a lullaby that sings to sleep the demon inside. Oh. Metaphorical demon. Dämon, ja. But no less dangerous. And no less bound to wake up again. Der ist lose. Ravages, such is the nature of all monsters. Dasjenige, das vielleicht sagt ihr mir nun, wozu all das gut ist. Grateful as I am, the course of our camaraderie is much better served by not taking that particular detour. Aww. Not yet. Sincerely though, I understand I ask a lot from you with few answers in return. Ja, das ist time, so. Antworten wir gut. Euer Zustand ist ein ziemlich kostspieliger. Obtained it in Waterdeep. Nothing there comes cheap. Okay, speichern wir das auch noch. Also Events über Events gerade im Triggern hier. Frag mich, woher das genau kommt. Also ob das wirklich... Was einfach immer kommt, wenn man hier ist. Liebeswerkzeug, gut. Ja, mit. So, wir wollten dahin. Oh, oh, oh. Hyäne. Kann ich mit den Hyänen reden?